als die Mauer fiel, als die Nachricht vom Mauerfall kam, da freute ich mich über alle Maßen. Endlich hört diese dämliche alliierte Teilung auf. Endlich. Dieser unnatürliche Zustand. Dieser unnatürliche Zustand von den Alliierten verursacht. Ich mache das aus Liebe zu meiner Heimat. Deswegen mache ich diese Aufklärungsarbeit, um vorzubereiten, möglichst viele Brüder und Schwestern auf die Reichsdeutschen. Weil ich weiß, was passiert, wenn man so einen Schock, das wird ein Schock werden, wenn die kommen, denken Sie an Dr. Hamer, neue Medizin, der redet ja gerne von Schocks, wenn das die Leute unvorbereitet trifft, weil die alliierte Propaganda ist ja aktiv. Jeden Tag gibt es auf mindestens 3 Sendern Filme über das böse Deutsche Reich. Ich bin das gute Deutsche Reich. Ich bin dafür, dass wir mehr über das gute Deutsche Reich sprechen und Aufklärungsarbeit machen, so wie Meinolf es vorschlägt. Wir müssten viel mehr von seinen Zeitungen verteilen können, damit wir auch den Leuten sagen können, dass die da sind. Denn wenn die kommen mit ihren Hakenkreuzen, die werden kommen, können Sie sicher sein. Ja, dann werden viele sich hier schämen, dass sie 60 Jahre alliierte Scheißhauspropaganda geglaubt haben. Und viele werden vor Scham leider sterben. Ja, für 2015 wünsche ich euch Gesundheit, Frohsinn, Friede, Freude, Eierkuchen. Vor allen Dingen viel Eierkuchen. Ja, und Freude, Frohsinn ist ja angesagt. Ja. Herzlich willkommen auf dem 296. Neuschwarmland-Treffen Berlin, Deutsches Reich im 12. Jahr, Freitag, 2. Januar 2015, 19 Uhr. Das voraussichtlich nächste Neuschwarmland-Treffen, das 297. wird dann am 24. Januar sein, 2015 wieder hier. Ja, damit Sie Bescheid wissen, weil wir gehen ja, einige von uns werden am 30. Januar zum zweiten Recht und Wahrheit Lesertreffen gehen mit Meinolf Schönborn. Der hatte dazu eingeladen. Sonst hätte ich den 30. Januar genommen. Jetzt werden wieder einige darüber nachdenken, warum der Schmidt jetzt unbedingt den 30. Januar so erwähnt. Ja, dann gucken Sie mal in die Historie. Welche Geburtstag haben wir? Hast du Geburtstag? Wunderbar. Ja. Da war auch noch mal was in früherer Zeit. Ja, gut. Heute haben wir, was habe ich da geschrieben? Zu meinem Vortrag, also mein Name ist Peter Schmidt, erkenne das gute Deutsche Reich. Ja, das wäre eigentlich mein Herzenswunsch an alle hier im Altreich, dass sie mal das gute Deutsche Reich kennen würden. Es gibt allerdings Hinweise darauf, dass englischsprachige Leute schon weiter sind als viele Deutschen. Gucken Sie mal hier unter Punkt 3, da steht Adolf Hitler, Greatest Story, Never Told, hieß es denn weiter im Original, von Dennis Weiss. Ach, der heißt Dennis, sieh mal. Weiss, Part 9, 1941, die Ukraine. Dort wird in den ersten 3 Minuten erzählt von einer Frau Rimland, Ingrid Rimland, wie sie damals die Ukraine erlebt hatte als kleines Kind, als 1941 die Wehrmacht kam. Der ganze Beitrag überhaupt, ne, The Greatest Story Never Told, erzählt die Geschichte ein bisschen anders. Im Moment gibt es diese allerdings nur auf Englisch. Aber gute Leute können das auch durchaus verstehen, was da gesagt wird. Ne. Es war jedenfalls das erste Mal auch in meinem Leben, dass ich gehört habe, dass jemand behauptet, nicht, die Wehrmacht, hätte man gedacht, das seien die vom Herrgott geschickten Engel. Auch so kann man die Wehrmacht sehen, weil dort hört er dann 25 Jahre stalinistische oder kommunistische Unterdrückung für 2 Jahre mal auf in der Ukraine. Es ist interessant, dass dieser Beitrag von einem Ausländer gemacht worden ist. Nicht? Also, ich habe das schon mehrfach in meinem Leben kennengelernt, ne? Als ich damals mit Karl Wilhelm Schneider, Kavi Schneider, ne, geredet habe über alle möglichen Leute, zum Beispiel einen Ernst Zünde. Ist denn jemand bekannt? Ja, ne? Gut. Da habe ich ihn gefragt, wieso nimmt denn ein französischer Professor, ja, genau,
und vor ihm der Racinier, wenn man so will. Also Forisson hat ihn in Schutz genommen, ne, hat angeregt, nicht, und davor gab es noch Racinier. Der hatte natürlich nichts mit Zünde zu tun, aber mit dem Thema von Zünde. Ne. Und da habe ich mich gefragt, ja, wieso gibt es Ausländer? Und dazu bei Racinier, der war ja nicht nur Franzose, der war Kommunist und Historiker. Ne? Und hat dann über die Lügen des Odysseus zum Beispiel geschrieben. Hochinteressant, nicht? Also, das Buch habe ich zu Hause. Ja, natürlich, klar. Ne? Wenn man das mal da nachliest, nicht? Also, und ich habe dann auch hier in Berlin, nur zur Erinnerung, Meineckestraße 10, nicht? Das ist eine Seitenstraße vom Kurfürstendamm, da hängt eine Gedenktafel. Und da steht drauf, dass dort das Auswanderungsbüro war, der Jewish Agency, das sogenannte Palästina-Amt. Das geht zurück auf die Abmachung, bekannt geworden unter Havara. Und dann durften bis 1939 510.000 von dem, na, Sie wissen schon, wem Volk, ne, das Reich hier verlassen, ja. Teilweise mit vorhergehender Ausbildung. Ne? Ja. Und die haben dann zwei Jahre danach, nach Ende der Kampfhandlung, waren drei Jahre, 48, haben die dann 17 oder wann war das, 18. Mai, ne, mit dem von Deutschland gelieferten Volk ihren Staat Israel gegründet. Ne? Und das Erstaunliche ist, dieser englische Beitrag, der erwähnt das auch, der erwähnt viele dieser Sachen. Allerdings besteht aus 26 Teilen, so immer 10, 15 Minuten rum. Ne? Da wird auch zum Beispiel erwähnt, dass die Banker oder Roosevelt, ne, Milliarden nach England gepumpt haben, um den Krieg durchzuhalten, Milliarden nach Stalin gepumpt haben, um durchzuhalten, Milliarden nach China gepumpt haben, um gegen Japan durchzuhalten. Ne? Ja, das machen die heute übrigens auch noch. Ich hatte neulich eine Diskussion darüber, ne, was denn in Libyen passiert ist. Ne, Sie erinnern sich, nicht? Da gab es eine Flugverbotszone 2011, kurz nach Fukushima hatte man ja nichts anderes mehr wieder vor, um von unter Washingtons Führung wieder mal Krieg zu führen. Es ging ja nur um eine Flugverbotszone über Libyen. Ne? Und damals haben schon ein paar wenige unabhängige Zeitungen geschrieben, naja, diese Flugverbotszone ist ja auch dazu benutzt worden, dass die NATO, mit Ausnahme Deutschland, ne, da ein bisschen in Libyen gebombt haben. Ne. Die haben auch Familienangehörige von Herrn Gaddafi getroffen. Ne. Ja, und etwa, die einen haben 35.000 Tote gezählt, die anderen 40.000. Bei etwas über 5 Millionen Libyer ist das natürlich, kann man sagen, fast jede Familie betroffen gewesen, nicht? Vor kurzem habe ich gelesen, es waren sogar 120.000. Nur mal die Frage, ne? Was hat da die NATO mit ihren weißen Piloten getroffen im Auftrag von Herrn Präsident Obama? Farbige Araber, ne? Also der neueste, bekannteste Rassist sitzt wo? Im Weißen Haus. Danke, ja. Er sitzt im Weißen Haus und ist schwarz, ja. Ja. Das muss man sich mal vorstellen. Ne? Ja, nur damit Sie ein komplettes Bild kriegen. Ne? Ja. Und die Welt guckt zu, um es nochmal ausdrücklich zu sagen. Ne? Ja, nur so als Idee, als Friedensbotschaft. Nicht? Auch den seiner Hilfstruppen, Terrorhilfstruppen, ne, sind ja bekannt. Ne? Al-Qaida, ISIS und so weiter, ne? Die verursachen gerade Flüchtlinge. Du meinst LCIA da? LCIA da, auch nicht schlecht. Ja, die verursachen gerade Flüchtlinge in diesen Krisengebieten. Ne? Ich sag mal Syrien, ne, und so weiter. Kurdisches Gebiet, Irak. Ne? Ja, und dann kommen bei uns Bundesnasen und erinnern uns an unsere Pflicht, ne, Flüchtlinge aufzunehmen. Also ich bin der Meinung, wir können die ruhig dahin schicken zu den Verursachern, ne? Also USA und Saudi-Arabien. Aber das sind nur meine Gedanken zum Friede, Freude, ja. Ja, das als kurze Einleitung. Heute ist noch das Gegenteil, es war dran, 180 Grad Vatikan, das Paradies ist hier. Also in der Weihnachtszeit war ich so in der Stimmung, ne, mal was über das echte Paradies zu schreiben. Aber zuvor kommen wir zu, das kennen ja vielleicht einige hier, Stimme und Gegenstimme, Handexpress, nicht?
Das geht ja auf diesen Ivo Sasek zurück, ne? Von Anti-Zensur-Koalition. Und das ist jetzt die Ausgabe Nummer... Das ist eine andere, genau. Ich habe zwei mitgebracht. Also die, die Sie heute im Infoblatt mit drin haben. Das ist die Ausgabe 67. Ich werde Teile davon vorlesen. Da geht es vor allen Dingen darum, dass die in Amerika sich tatsächlich auf Krieg vorbereiten. Hochinteressant, was da dieser Handexpress vermeldet. Ja, mir ist bekannt, dass auf deren Tagung, also die Anti-Zensur-Koalition, schon auch HIV- oder Impfkritiker waren. Ich glaube zuletzt sogar die Juliane Sacher, die kenne ich persönlich, und den Österreicher Arzt Leubner, nicht? Der hat ja seine Approbation verloren, weil er gegen Impfen ist. Ja. Und jetzt war ich auch ganz erfreut, ne, bei der Stimme und Gegenstimme in der Ausgabe 68, die Sie jetzt hier im Bild sehen, die haben Sie jetzt nicht dabei, aber ich sah die Nachfolgeausgabe von der, von die ich gleich behandle, da geht es um AIDS und HIV. Ne? Da kann ich nochmal kurz vorlesen. Moment. Also nur die Überschriften, weil das Thema habe ich ja hinlänglich genug schon in meinem Leben behandelt. Nicht? Wie verbreitet sich die Virustheorie bei AIDS? Nicht? Es ist ja eine Theorie. Das sind ja keine Tatsachen, die ja Gallo damals 84 herausgegeben hat. Ne? Ja, das war das, seit Herrn Dr. Gallo, Robert Gallo, nicht den Erfinder der HIV-AIDS-Theorie, ne, gilt ja nicht. Jetzt machen wir Wissenschaft per Presseerklärung. Ne? Wir sparen uns die wissenschaftlichen Arbeiten. Ich mache einfach eine Presseerklärung, behaupten irgendwas und wird schon stimmen. Ja. Ja, das werden Sie auch, wenn Sie häufiger recherchieren, selbst recherchieren, wozu ich aufrufe, ne, mehrfach feststellen, ne, dass viele Lügen von den Alliierten kommen. Ja, gibt es einen Nachweis für HIV? Ja, interessante Frage. AIDS-Forschung, Wissenschaftler fordern Neubewertung. Auch das ist immer interessant, nicht? Es ist längst bewiesen, nicht? Spätere Generationen werden irgendwann mal sagen, ah, wann war da das Endedatum der HIV-AIDS-Theorie? Ne? Und ich kann Ihnen das jetzt schon sagen, das war im Februar 1991. Da hatte der Kollege Professor Peter Duisberg die letzte der wesentlichen Arbeiten vorgelegt. Nicht nach der molekularbiologischen Widerlegung 87, nach der medizinischen Widerlegung 89 kam 91 dann die epidemiologische Widerlegung. Ja, wie gesagt, wer so Stimme und Gegenstimme Handexpress bekommt, durch wen auch immer, direkt oder nicht, ne, oder von Freunden, der kann sich freuen, er hat jetzt endlich auch bei denen mal das Thema des AIDS-Virus-Wahns entdeckt. Aber wir kommen jetzt zu den aktuellen, viel wichtigeren Themen, nicht? Was ist nämlich los hier mit sozusagen unseren Sachen? Also ich hatte ja schon gesagt, für 2015 wünsche ich euch Gesundheit, Frohsinn, Friede, Freude, Eierkuchen. Hier oben im Einleitungstext, Herr Gauck und Frau Merkel haben etwas gegen Pegida. Obwohl die Pegida-Position für die Aufnahme von Kriegsflüchtlingen ist, also das ist ganz erstaunlich, nicht, was spielen die, guter Bulle, böser Bulle, ja, keine Ahnung. Also da muss man mal genauer hingucken. Ja. Die Kriegsmacher USA und Saudis sollten genannt und zur Verantwortung gezogen werden. Das ist das Interessante, nicht? Ich habe mir das extra mal angesehen bei denen. Da sind mir also aufgefallen, dass die da so Formulierungen haben, die durchaus nicht in Ordnung sind. Nicht? Also hier ist so ein Positionspapier, ne, mit 19 Punkten. Vorher hatten sie eine etwas andere Formulierung. Dieses Flugblatt hier. Ne? Und also da sind viele Punkte dabei, die die normale Politik, die sowieso schon gemacht wird, beschreibt. Also was ist da Neues dran? Ja, ja gut, dass sie mehr Mitarbeiter für die Flüchtlinge fordern und mehr Polizei insgesamt. Ja, toll. Das ist dann hervorragend. Was mir auch aufgefallen ist bei dieser Veröffentlichung und den Initiator Lutz Bachmann, ne? Ist nirgendwo ist eine Kontaktadresse drauf oder Telefonnummer oder Dings, nicht? Das Einzige, was wohl existiert, ist dieser Account, wie man das heute sagt, das Konto bei Zuckerberg. Hört sich sehr vertrauensselig an. Ja, ne? Vor allen Dingen, wenn Sie da weiter recherchieren wollen, werden Sie ja aufgefordert, spätestens nach ein paar Sekunden, ne, wenn Sie auf der nicht, also Gesichtsseite, ne, Englisch Facebook, ne, sind, wenn sie auf sich selber dort anzumelden. Ja, vielleicht will ich ja das gar nicht, nicht? Also
Also auch hier an die Macher von hier aus, aus Berlin, ne? Ich freue mich ja, dass ihr so viel Zulauf habt und vielleicht auch eine Stimme des Volkes seid, ne? Ich hoffe das. Es wäre schön, wenn man mal irgendwie eine Verantwortlichen hier lesen könnte, ne? Und denen einen Brief schreiben könnte oder ja, telefonieren könnte oder wie auch immer, nicht? Also ich habe das leider nicht gefunden, was ich dann schon für zumindest wiederum merkwürdig seltsam finde, nicht? Nur so als Idee. Also, Herr Schmidt, ja. Adolf Hitler konnte man auch nicht einfach anrufen. Und Adolf Hitler hatte auch keine Kontaktadresse. Ja. Das ist aber eine Logik. Beide. Man konnte aber in die Reichskanzlei gehen. Aber beide, sowohl Adolf Hitler als auch dieser Fachmann, bringen Zehntausende auf die Straße. Und das ist das Entscheidende. Und warum die dort kommen, das spielt erstmal gar keine Rolle. Sie sind da. Und andere, die dann nach irgendeiner Adresse suchen, nicht? Die sind in der Lage und bringen hier 10 Mann zur Verfügung. So, was ist so besser? Naja, ich sag's mal so, lieber 10 Mann, die alle so intelligent sind wie Peter Schmidt und ich, als 20.000, die so intelligent sind wie der Durchschnittsantifa. Meine Meinung. Ja, das mit der Adresse, also ich kenne das noch, das mag ja sein, dass das Nachfolgende nicht kennen, nicht normalerweise schreibt man verantwortlich im Sinne des deutschen Presserechts oder so rauf oder Kontaktadresse und so, ist ja nur ein Nebenpunkt. Der für mich entscheidende Punkt ist, was fordern die anderes, als was die Bundespolitik macht. Das kommt auch noch hinzu, ja. Das ist für mich das Interessante. Und wieso werden, ich wiederhole es gerne nochmal, hier steht es noch in meinem Text, die Kriegsmacher nicht zur Verantwortung, also zumindest danach gefragt? Wieso müssen wir Flüchtlinge aufnehmen, die die USA verursachen? Und ein anderes Land. Ja, ja, zwei andere Länder. Katar gehört ja wahrscheinlich auch noch mit dazu. Okay, ne? Ja, gut, ja. Saudi-Arabien und Katar, ne? Und da hört man auch nichts. Man hört auch von anderen Leuten in dieser Republik, die viel betroffener sind und wo wir auch ganz andere Zahlen haben von den Herren. Gut, das ist jetzt nicht Pegida, das ist klar, sondern das geht an die Adresse von Herrn Gauck und Frau Merkel. Ne? Man hört es dann zum Beispiel von Herrn Pispers. Da hören sie politisches, nicht nur Kabarett, da hören sie richtig Politik. Ne? Der zählt ihnen nämlich auf, die geschönten Statistiken. Gucken Sie sich einfach mal, finden Sie auch bei YouTube, bis neulich das neueste Programm an. Da zählt denn ganz genau ab, was hier alles schief läuft. Unter anderem, dass wir ja gar nicht nur 3 Millionen Arbeitslose haben. Der zählt Ihnen alles auf und dann kommen Sie auf 6,5 Millionen. Ja, und wenn das überhaupt reicht, nicht? Dann kommen noch die Sozialfälle und die Obdachlosen dazu. Dies interessiert doch hier keinen von den Politikern. Ja, es wäre also die Pflicht von Herrn Gauck, Frau Merkel zu das und auch von Pegida das zu fordern, also die Ross und Reiter zu nennen. Die USA sollten ihre Terrorflüchtlinge aufnehmen. Genau. Schicken wir die doch zu denen. Haben doch hier noch Land. Warum sollen wir denn das in der Mitte Europa aufnehmen? Und weil wir gerade bei dem Thema Flüchtlinge oder Gastarbeiter oder dergleichen sind, ne? Wenn dann immer gesagt wird, ja, da gibt es ein paar Rechte, ne, bla 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 und so weiter und so fort. Ne. Ich kann mich erinnern, da hat man ehemaliger Innensenator des Landes Hamburg vom Bundestag geredet. Und der hat nur, der ist Ronald Schill, der hat nur den Zusammenhang gebracht zwischen Zuwanderung nach Deutschland und millionenfacher Arbeitslosigkeit. Da ist ihm das Mikrofon abgedreht worden. Und an der Stelle geht es nicht um Rassismus. An der Stelle geht es darum, dass die Leute hier arbeiten wollen, die hier geboren sind, deren Vorfahren Jahrhunderte schon hier sind. Da geht es im Prinzip, wenn man es genau gibt, um Wohlergehen. Es geht natürlich auch um Familien. Wissen Sie, wie beliebt Männer sind, die arbeitslos sind? Wollen wir wirklich ernsthaft darüber diskutieren, wie hier immer noch der Kaufmann Morgenthau-Hutenplan von den Alliierten durchgezogen wird? Mit Millionen von Arbeitslosen. Das ist kein Rassismus. Das ist das pure Überleben. Also den 25.000 bis 30.000, die dort kommen, die sind im Grunde genommen nur dazu da, also die zu diesem Bachmann kommen, ja, um zu verhindern, dass man dort
das Mikrofon abstellen kann. Und nur die Straße, Herr Schmidt, das müssen wir mal deutlich aussprechen, nur die Straße entscheidet. Die Macht kommt von der Straße und die Macht kommt nicht von irgendeinem Parlament. Sie haben es doch jetzt wunderbar dieses Beispiel gebracht. Nicht, da wird diesem Schädel einfach das Mikrofon abgestellt. Und wir müssen das dafür sorgen, dass wir Herr über das Mikrofon sind. Ohne Zweifel. Das und das geht nur, indem eben eine große Anzahl des Volkes vor den Parlamenten stehen und einen von denen rausschmeißen. Und das meine ich durchs Fenster. Fensterschutz. Wie sind die denn eigentlich damals zur Macht gekommen? Wie ist Joschka Fischer zur Macht gekommen? Das sollten Sie sich mal vielleicht noch mal durchlesen in dem Buch von Jutta Dittfroh. Da beschreibt sie es wunderbar. Es geht nicht um friedliche, also wenn ich das immer schon höre, um Friedensvertrag und friedliche Sachen. Und, ja, wir demonstrieren ja friedlich. Nein, das müssen aus unserem Hirn heraus. Joshua Fischer. Wir können nicht friedlich, wir werden friedlich das deutsche Volk nicht retten. Ja, zuallererst und Joschka Fischer hat die Macht auch nicht friedlich über das Mikrofon errungen. Der Mann heißt Joschka. Sondern da gab es Schläge, wenn Joschka Fischer nicht das Mikrofon übergeben worden ist. Und das hat der Mann mit Erfolg gemacht. Also da kann ich diesen Fischer nur gratulieren. Also der Feind, der weiß genau, wie man ein Volk beherrscht. Und dieses ewige Reden und noch ein Papier und dann noch was. Hier 1000 Themen und so weiter und so fort. Man kann ja nicht drei Themen gleichzeitig bitte? Man kann ja nicht drei Themen gleichzeitig beleuchten. Ja, richtig. Sehr gut. Man muss sich, und das ist der erfolgreiche Politiker, man muss sich immer auf eine einzige Sache beschränken. Und der das nicht tut, der macht es entweder aus Dummheit nicht oder er ist geschickt und wird auch bezahlt von irgendwelchen, na, Sie wissen schon. Wieso es kann anders nicht sein. Wenn der Staat kommt und sagt, okay, wir nehmen die Flüchtlinge auf für 3 Jahre, so wie ein Sonnigalle-Thematik, die unterschreiben, und wenn die 3 Jahre rum sind, werden sie regelmäßig zurückgeschickt. Nein, sie akzeptieren das bedingungslos. Und schon hat die Merkel wieder die volle Macht. Das ist doch was, oder? So wie eins bei Honecker, ja, sie kommt doch, ne, aus dem Bauernstaat. Und schon haben wir das Problem ausgereizt. Das Kapitel im 3. Jahr gescheitert und fertig. Und so die Schweiz hat nur 1,5 Jahre, da mussten sie aus. Zum Bleistift. Genau über, zum Bleistift. Über Fremde wie wir, lassen Sie sich doch das denn nicht erzählen. Denn ihr Schatten, der sitzt im Rollstuhl, tut so, als wenn er von Sperrwes war mit der Leunaffäre. Ja, aber ich finde, müsste doch jetzt langsam mal reichen. Ne? Also die Schuldigen, die haben wir doch schon alle demaskiert. Wir wissen doch, wo richtig. Wir sind. Wie viele Jahre sollen wir denn dann noch dran rumschleppen? Ja, ich meine, wir sollten noch, es gibt, wir haben Arbeitslose, aber wir haben auch das Wissen, dass wir eben halt nicht mehr so viel arbeiten müssen. Wir haben halt weniger Arbeit. Das ist doch ein Grund zu jubeln. Ja, das war im Grunde genommen für jeden Menschen nur 2 Stunden Arbeitszeit, ne, zur Verfügung stehen. Das sind doch die Sachen, die jetzt in der neuen Welt anders laufen. Und wenn man die alten Probleme aus der alten Welt immer wieder neu hochzelebrieren, dann kommen wir mit der Zukunft völlig ins Adern, ist doch logisch. Wenn ich dazu höre, wie diese Ansprache von dieser kommissarischen Kanzlerin im Fernsehen, da kam die gekrillte Scheiße aus, und hätte sich einen Helm und Schmeck, den Ding bei der Luftfahrt niemals einfallen lassen, von wegen, es kriminell bei so einer Veranstaltung beizuwohnen, wovor hat sie Schiss? Dass die AfD vielleicht Kontra bieten könnte? Wo? Kontra?
Wer macht hier die Spielregeln? Sie? Nicht mehr. Dafür ist die Wirtschaftslobby zu groß. Warum gibt es das nicht zu? Wieso nimmt ja keiner der Versprecher mal die Vertrauensphase stellen? Schröder, Schmidt haben sie gemacht. Kohl nicht, sie auch nicht? Was kann sie? Die Frage sollten wir uns mal stellen. Nicht, wie wir ein Problem auswerten können. Was kann sie? Wer ist sie? Ja, was würde dann bei rauskommen, wenn sie die Vertrauensfrage stellt? Dann hat sie eine Mehrheit im Parlament. Bei anderen also kommt er dabei nicht raus. Also kann sie so wie dabei vorne sie kann doch im Grunde machen, was sie will. Die Politik ist ja auch überall gleich. Ist doch egal, welche Partei du nimmst. Ja, eben. Die machen doch alle gleich. Also wir sind so alle für Merkel. Also sind sie alle so dafür, dass die AfD hochkommt, damit sie Blockaden. Natürlich, da haben sie eine neue Systempartei geschaffen mit der AfD. Ja. Nichts anderes. Die NPD ist langsam so immer am Abklingen, die so ist ein Auslaufmodell. Also muss ich eine neue Partei hochhalten, die dem Buhmann zuordnen kann. Was anderes ist das nicht. In politischen Parteien wird man in diesem Land nichts ändern können. Ich habe mal eine Frage. Ich habe durch Zufall heute in der BZ einen Artikel gelesen und da ist mir ein Wort aufgefallen, was ich noch nie gehört habe. Es ging um bestimmte Demonstrationen. Also es ging um die Neujahrsrede von Frau Merkel. Und ich habe sie persönlich nicht gehört, weil ich kein Fernsehen habe. Aber irgendwie soll sie wohl als allererste Bundeskanzlerin überhaupt in der deutschen Geschichte sich gegen Demonstrationen ausgesprochen haben. Und zwar, da kam ein Wort vor, wie ist das noch? Ja, Pegida hier. Das ist doch das. Das ist ja das hier. Ja, ich weiß nicht, was Pegida oder ich weiß nicht, was heißt das? Kann das mir jemand erklären? Islamisierung, sind die doch in Dresden da? Ja. Also auch mit der Montags. Pegida heißt, ne? Genau, ja. Die sind damit gemeint. Ja. Also ausschließlich oder ist das so ein Begriff, der europäische. Patriotische, also ich schätze, dass ihre völlig patriotische Europäer gegen die Islamisierung, gegen die Islamisierung des Europas bezeichnet das Abendland. So, das Abendland. Das ist ohne Ende, dass diese Leute. Das ist noch ein bisschen zu viel für die Leute, dass sie auf die Straße gehen. Ich dachte, das ist die andere, die wachsen. Also, ich habe das Wort von mir gehört. Ja, Pegida. Patriotische, alleine schon das Wort patriotische Europäer. Ne? Ich darf erstens darauf hinweisen, dass es eine Gruppe gegeben hat, die auf diese europäischen Nationalbewegungen vor Jahren schon Positionspapiere gebaut hat. Und natürlich haben auch davon dann die interessierten Kreise Kenntnis erlangt und jetzt wird das formuliert. Und ich bin ja auch nicht dagegen, dass sie da demonstrieren gehen. Ich habe nur gesagt, wie kann man die erreichen, wieso machen die bestimmte Formulierung nicht und so weiter. Ne? Ich habe mir selber schon überlegt, ob ich mir mal einen Dresden-Tag am Montag gönne. Nur so als Idee. Im Moment ist es mir ein bisschen. Ja. Und in Köln soll ja am Montag auch was sein. In Bonn ist das auch schon gemacht worden, da ist es dann Bogi da. Die Macherin habe ich neulich bei Jürgen Elsässer kennengelernt. Die war nämlich hier da und dann haben sie davon berichtet. Aber es kann durchaus sein, dass auch so eine Bewegung dann instrumentalisiert wird. Und die Frage ist, wo wird das enden? Und da darf ich darauf aufmerksam machen, dass ja wir haufenweise Rettungsschirme haben. Und der ist jetzt gerade wieder am Wackeln. Nicht? Denken Sie an Griechenland. Und es kann ja sein, dass so eine Bewegung wie Pegida oder andere dazu benutzt werden, strengere. Tatsächlich, ne, man sagte, man gibt dem Druck der Straße nach, ne, ist ja das Einfachste. Ne, und dann werden wir das jetzt mal rigider anwenden und vielen Leuten dann den hier machen. Ne. Tschüssikowski, gute Heimreise. Weil man ja dem Volk nachgeben musste, verstehen Sie? Das kann alles ein großes Komplott sein,
also seien Sie aufmerksam, seien Sie wachsam, gucken Sie weiter dahin, wo das endet. Und für mich ist das, ganz ehrlich gesagt, im jetzigen Zustand hier im Altreich, wie wir das sagen, ne, eine Nebensache. Ich freue mich, dass offensichtlich noch genügend Bürger da sind, die sagen, wir sind das Volk, und vor allen Dingen Lügenpresse, das finde ich ja wunderbar, ne? Lügenpresse, dass die halt die Fresse endlich, diese Lügenpresse, nicht? Das fing ja auch mit ganz anderen Themen an den Montagsdemonstrationen vor einiger Zeit an, ne? Hier in Berlin, ne? Der Lars Mehrholz, nicht? Da ging es dann auch um Souveränität und Friedensvertrag, und da haben die sofort gemerkt, ui, das ist gefährlich. In einer, nicht auch der, das ist, ich sage immer, nicht, also die Konsequenz aus der Sicht, dass wir ja kein Friedensvertrag ist, wir sind im Krieg, begreift das endlich. Ne? So einfach ist das, nicht? Und da muss man auch entsprechend handeln, oder wie Herr Walter sagt, naja, wann schreiten wir denn zu den Waffen? Ne? Wann werden wir mal, oder zumindest fordern mit gewaltiger Stimme, dass sich was ändert, nicht? Als die Mauer fiel, als die Nachricht vom Mauerfall kam, ja, freute ich mich über alle Maßen. Endlich hört diese dämliche alliierte Teilung auf. Endlich. Dieser unnatürliche Zustand von den Alliierten verursacht. Ne? Ich mache das aus Liebe zu meiner Heimat. Deswegen mache ich diese Aufklärungsarbeit, um vorzubereiten, möglichst viele Brüder und Schwestern auf die Reichsdeutschen. Weil ich weiß, was passiert, wenn man so einen Schock, das wird ein Schock werden, wenn die kommen. Denken Sie an Dr. Hamer, Neue Medizin, der redet ja gerne von Schocks. Wenn das die Leute unvorbereitet trifft, weil die alliierte Propaganda ist ja aktiv. Jeden Tag gibt es auf mindestens 3 Sendern Filme über das böse Deutsche Reich. Ich bin das gute Deutsche Reich. Ich bin dafür, dass wir mehr über das gute Deutsche Reich sprechen und Aufklärungsarbeit machen, so wie Meinolf es vorschlägt. Ja. Wir müssten viel mehr von seinen Zeitungen verteilen können, damit wir auch den Leuten sagen können, dass die da sind. Denn wenn die kommen mit ihren Hakenkreuzen, die werden kommen, können Sie sicher sein. Ja, dann werden viele sich hier schämen, dass sie 60 Jahre alliierte Scheißhauspropaganda geglaubt haben. Und viele werden vor Scham leider sterben,